Den Zwölfen zum Gruße und willkommen zurück zu das Schwarze Auge Blackguards. Wir haben uns in der letzten Folge für den Kampf der neuen Horden qualifiziert, wo Pandur unbedingt hin will, weil er mit der Jungfrau Aurelia sprechen möchte, die vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Aber naja, lassen wir uns überraschen, ob wir den Scheiß überhaupt überleben. Vielleicht kriegen wir sogar vorher unsere Ausrüstung, das wäre nett. Wäre gut. Weil da sterben wir anscheinend. Willkommen in Mengvilla, Gladiatoren. Keine Arena ist schöner und nur die Balhonak-Arena ist größer. Dies ist Tulefa Alkira, ruhmreichste Gladiatorin Mengvillas und Leiterin der Gladiatorenschule. Wenn ihr Fragen habt, sie kann sie beantworten. Also dann, ihr dünnen Ärmel. Der Kampf gegen die neuen Horden steht kurz bevor. Ein dreitägiges Gemetzel. An eurer Stelle würde ich noch heute Abend alle Sünden beichten. Gibt es auch etwas zu gewinnen? Allerdings. Die Siegreichen erwartet eine Nacht mit der Jungfrau. Oh. Dazu muss die Jungfrau natürlich ebenfalls überleben. Na super, ey. Ich hätte lieber mein Leben als gewinnen. Die Jungfrau. Was wisst ihr über sie? Schönes Kind, diese Aurelia. Leider bekommt die Menge davon nicht viel zu sehen. Sie trägt eine Schandmaske. Warum das denn? Was ist denn eine Schandmaske? Warum muss die Jungfer denn unbedingt eine Maske tragen? Angeblich ist sie eine Hexe. Die Maske soll sie am Zaubern hindern. Vielleicht will Marwan aber auch nur die Spannung erhöhen. Was erwartet uns in der Arena? Was erwartet uns jetzt? 9 Kämpfe an 3 Tagen. Das blutdürstigste Publikum des Südens und Gegner, die keine Gnade kennen. Muss ich mitkämpfen? Dazu kann dich niemand zwingen, Schatz. Aber ich empfehle wenigstens, die feindlichen Schläge zu parieren. Na super. Kampfübungen. Wir möchten etwas lernen. Ah, die kann uns auch mal wieder was beibringen. Was kannst du uns denn beibringen? Zauber kann sie nicht. Gewandtheit, scheiße, zu niedrig. Das wäre natürlich geil gewesen. Scharfschütze. Verdammt. So, denn hier noch beidhändiger Kampf. Ausweichen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Was ist das? Ein Held mit dieser Fähigkeit hält eine freie Attacke auf Gegner, die versuchen, an ihm vorbeizulaufen. Ach, das ist das. Na gut, das ist aber wahrscheinlich nur für Nahkämpfer sinnvoll. Okay, du lernst auf jeden Fall mal ausweichen. Dann Takate. Ach, unser neues Gruppenmitglied. Perfekt. Der ist nicht schlecht, aber ja, müssen wir gleich mal gucken. Was kann der denn so? Das hier, beidhändiger Kampf. Was hat denn erstmal für Talente, so generell? Waffentalente. Speere kann der super. Okay, der kann super Speere. Macht ja auch Sinn, hat uns ja vorhin mit Speeren bekämpft. Zaubern kann er nicht. Ah, nee, bringt uns nichts. Ausweichen. Soll er auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Kampf mit Schild. Nö, das bringt ja nichts. Rüstungsgewöhnung. Das ist nicht schlecht. Hier Wuchtschlag soll er auf jeden Fall lernen. Das hier, was ist das? Niederwerfen. Hat er zu wenig Körperkraft. Okay. Dann würde ich sagen, verpassen wir eben noch ein bisschen Körperkraft. Das kann eh nicht schaden, weil das geht ja auf die Attacke. Sehr gut. Wie sieht's bei euch anderen aus? Pandur, wie sieht's bei dir aus? Kannst du noch was Gescheites lernen? Niederwerfen. Waffentalente nochmal kurz angucken. Hiebwaffen und Schwerter, Säbel. Wäre natürlich cool, wenn der irgendwann auch mal mit mehreren Schwertern kämpfen kann. Aber
Einsatz, das hier Aufmerksamkeit. Der Held ist in der Lage, seine Situation auf dem Schlachtfeld besser zu erfassen und sich Gegnern gegenüber eine bessere Position zu bringen. Gegner erleiden einen Malus auf Passierschläge, wenn der Held sich an ihnen vorbei bewegt. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Kampfgespür. Kann ich mir denn... Klappt nicht, weil zu wenig Intuition und ich brauche die Aufmerksamkeit vorher sowieso. Wir nehmen mal den Passierschlag hier mit. Und Intuition steigere ich mal. Ah, Mist, kann ich mir nicht leisten. Na gut, dann lasse ich das erstmal bei dem. Naurim. Rüstungsgewöhnung kann ich bei dem nicht machen. Okay. Ausweichen kriegt er aber auch auf jeden Fall. Und sonst... was gebe ich dir? Resistenz, Lebenspunkte, Gewandtheit. Gewandtheit kriegst du noch eins. So. Zurbaran, der kann endlich auch mal was, ein bisschen was lernen. Die kann aber nichts über Magie beibringen. Unkühl. Das kann er alles nicht machen, weil er zu wenig Gewandtheit hat. Ausweichen, das kriegt jetzt jeder von unseren Leuten. Und zaubern sollst du auch ein bisschen können. Wieder Ignisfero, brauche ich nicht. Ein Balsam. Stufe 3, was macht der? 25 Lebenspunkte, heilt Wunden. Machen die das vorher schon? Nee. Gut, dann steigere ich mal den Balsam Salabunde. Jetzt sind wir bei Stufe 3. Perfekt. Den steigern wir auch noch. Ja. Moment. Nein. Scheiße. Könnt ihr uns noch etwas beibringen? Das war dämlich. Achso, das hat geklappt, aber der Zauber, die Zauber haben nicht. 13. So, Amatrutz. Klarum Purum. Schenke ich mir. Ja, Änderung speichern. Ende. Hier habt ihr etwas Ausrüstung. Bereitet euch gut vor. Und dann geht ins Dormitorium und legt euch schlafen. Ausrüstung haben wir bekommen. Soll mich das jetzt glücklich stimmen, oder was? Ach, das ist unsere Ausrüstung. Oh, in Gottes Namen. Seid gepriesen, Meister. Damit fühle ich mich doch gleich schon ein bisschen besser. Liam kriegt ihren Langbogen. Und einen Speer. Du hast das dabei und Wurfäxte. Pandur, was? Welche Waffe ist besser? 1W plus 6 plus 1. 2W ist halt auch nicht schlecht. Boah, jetzt muss ich aber hier alles wieder rumrödeln. So, mein Lindwurmschläger ist natürlich ein bisschen besser als dein, als das blöde Beil. Der Vorschlaghammer 1W plus 1W 6 plus 5. Oh, okay. Kampfstab, Jagdpfeile, Rüstung. Was haben wir denn an Rüstung noch? Das Baranische. Ja. Geht so? Ne, die lassen wir mal. Gehärtete Leberstiefel kriegst du aber noch. Die Helme sind besser. Nee. Welche Rüstung ist besser? 70, 30. Okay. Die Brigantine ist auf jeden Fall besser. Brigantinenbeinlinge. Also ein bisschen schlechter. Kettenhaube auch ein bisschen schlechter. Du kriegst.
kriegst deinen Federhut wieder. Dein Ledermantel. Handschuhe. Halbwegs gescheit Gürtel. Schuhe. Passt. Die müssen wir natürlich auch noch einkleiden, die hübsche Frau. Gürtel. Ach, die hat schon einen gewöhnlichen Gürtel. Ne? Was kriegt die noch? Gambeson. Handschuhe. Der bleibt erstmal so. So, Pandor kriegt jetzt die fetten Rüstungen. Die hier. Wo ist denn die Hose? Diese dicke Hose. Was ist besser, der Morion oder? Ja. Ich hatte doch hier noch Schuhe da, genau. Und unser komischer Takate. Kriegt. Was kriegt denn der noch? Der hat eigentlich eine ziemlich gute Hose an. Hat eine feste Rüstung. Der ist eigentlich ziemlich super ausgerüstet hier. Den Helm kriegt er noch auf. So, an Items muss ich noch ein bisschen was vergeben. Ach, Moment, der kriegt noch einen besseren Gürtel. So. Und du natürlich auch. Der hat einen richtig geilen Gürtel. Items. Du kriegst auf jeden Fall Heiltränke. Ist klar. Du auch. Du kriegst Zaubertränke. Du kriegst einen Zaubertrank und einen Heiltrank. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich ziemlich gut versorgt. Wir haben jetzt halt einen Arsch voll Traglast dabei, aber die muss ich gleich mal verkaufen, die Sachen, die wir nicht brauchen. Das könnte nämlich tatsächlich sonst zum Problem führen, dass wir schlechter angreifen können. Und so weiter und so fort. Kurzbogen weg, Vorschlaghammer weg, den weg, Knüppel weg, schäbigen Gürtel weg, Lederbeinlinge können wir auch wegmachen. Auch alles weg. Haben wir hier noch irgendwas Unnützes? Nee. Wie sieht's denn hier aus mit dem Lederschild? Naurim, welches ist besser? Parade 8 plus 1. Wow, das ist viel besser. Ein Schnuckelmaus kriegt auch noch ein paar Pfeile. Können wir das auch noch verkaufen, den Rest? Das kommt weg, das kommt weg. Der kann weg. So, und schon sind wir wieder unter unser Traglast drunter. Und alle sind glücklich. Ja? Nee, heim brauchen wir uns gar nicht. Aber wir können ja nochmal mit den anderen Leuten hier reden. Immer noch am Leben. Achso, das ist die Tante. Nee. Was gibt es, Sklaven? Wer ist denn Aurelia jetzt genau? Wo habt ihr die Jungfrau gefunden? Die Garde der schwarzen Kohorte war im Alchemistenviertel hinter ihr her. Mit Hilfe ihrer Hexenkräfte ist sie ihr entkommen. Aber uns nicht. Der mildtätige Marwan wollte dieses Prachtstück unbedingt haben. Wahrscheinlich hat er sie damit vor einem grausigen Schicksal bewahrt. Mengbillas Rechtsprechung ist nicht zimperlich. Das glaube ich allerdings. Was hat diese Jungfer angestellt? Sie soll auf ein ehrenwertes Mitglied der Alchemistengilde einen Mordanschlag verübt haben. Oder etwas in der Art. Wen kümmert das schon?
Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich darum kümmern. Aber ich will ja eigentlich nur lebend rauskommen. Und ich frage mich gerade, sind wir hier unterirdisch? Es sieht zumindest ein bisschen so aus. Hier oben alles dunkel und dann so ein paar Lichtstrahlen. Wer ist dieser schrecklich mildtätige Marwan? Der erhabene Marwan Ibn Kadims? Kyrios von Mengbilla? Und ehrenwertes Mitglied der Sklavenmeistergilde? Noch nie gehört. Ihr müsst wirklich von weit her sein. Seine Sklaven sind die besten und edelsten des Südens. Seht euch selbst an. Es gibt eine eigene Sklavenmeistergilde? Die Bruderschaft der Sklavenmeister. Duluk Angbesi. Ihr Oberhaupt ist zugleich Großemir der Stadt. Vielleicht erbt Marwan einmal dieses Amt von ihm. Dann seid ihr die Sklaven des Großemirs. Wenn ihr so lange überlebt. Also stiftet Marwan diese Spiele, um sich beliebt zu machen? Nein, weil er großzügig ist und die Wünsche des Volkes von Mengbilla achtet. Ist klar. Aber hast du mal Bock, ein bisschen was zu kiffen? Habt ihr etwas Traumkraut für mich? Niam! Das Traumkraut aus Mengbilla soll das Beste von allen sein. Junkie. Nur ein paar Blätter. Ich bin keine Gladiatorin. Vielleicht sterbe ich bald. Du bekommst Bohnen wie alle anderen, aber wenn du sehr artig bist, wer weiß. Alles klar. Lüstling. Haltung, Gladiatoren! Hey, Sir! Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüssi.